Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir in einem wohlhabenden und friedlichen Land leben. Eigentlich müssten wir vor Dankbarkeit und Glück nur so strotzen. Und doch, eine Krise jagt die nächste momentan, Ängste um andere Menschen, aber auch um uns selbst oder unsere Energieversorgung sind gerade sehr präsent. Dazu kommt eine globale Klimakrise und das dumpfe Gefühl, dass doch eigentlich alles anders sein könnte. Zu den globalen und gesellschaftlichen Krisen kommen auch unsere eigenen Ansprüche und Belastungen obendrauf, die wir oft kaum erfüllen können. Und so hetzen wir von Termin zu Termin, versuchen uns persönlich weiterzuentwickeln, einen Sidejob zu haben und Geld zu verdienen, haben kaum Zeit für unsere Partner, geschweige denn für uns selbst und schauen, hören oder lesen on top dreimal am Tag die Nachrichten. All das kann unser Wohlbefinden beeinträchtigen und dafür sorgen, dass wir uns innerlich sehr ängstlich und gestresst fühlen. Die Psychologie sagt, Krisen gehören zum Leben dazu und wir können ihnen nun einmal nicht aus dem Weg gehen. Wir kommen aber besser durch schwere Zeiten, wenn wir für uns selbst sorgen können und Methoden für uns entwickelt haben, mit denen wir wieder zur Ruhe kommen können. Was also ist eigentlich Ruhe? Wenn jemand innerlich ruhig ist, dann befindet er sich im Zustand von tiefer Gelassenheit. Unsere Außenwelt und was so auf uns hereinprasselt, können wir nicht ändern. Aber unsere Einstellung und Haltung dazu schon. Das haben auch schon die Stoiker gesagt. Der Stoizismus bzw. die jüngere Stoa geht zurück bis ins Jahr 100 oder 200 nach Christus. Der Stoizismus bietet eine praktische Anleitung, um gelassener mit Krisen umgehen zu lernen. In dieser Philosophie ist das oberste Ziel des Menschen das Glück, das die Stoiker als die Abwesenheit vom Leiden der Seele definieren und als eine Art geistige Ausgeglichenheit. Eine wichtige Voraussetzung, wenn man nach den Stoikern geht, um Glück zu erreichen, ist die Besonnenheit. Und die Besonnenheit meint sozusagen, dass man ja so eine gewisse selbstbeherrschte Gelassenheit auch in Situationen haben kann, die einen vielleicht eher herausfordern oder die auch mal schwierig sind. Und dass man sich sozusagen ja nicht ganz so emotional mitreißen lässt, wie man das sonst tun würde. Die Stoiker sagen zum Beispiel: Dein Geist und deine Gedanken stehen unter deiner Kontrolle. Gebrauche sie mit Vernunft und lasse deine Ansichten nicht von außen beeinflussen. Sieh Probleme als Chance für dich, die nur darauf warten, von dir gemeistert zu werden. Es ist egal, wie du sie löst oder wie lange du dafür brauchst. Trenne Meinungen von Dingen und die Dinge selbst voneinander. Oft sind es die Meinungen oder Ansichten, die wir von etwas haben, die uns beunruhigen. Wenn du zum Beispiel einen Vortrag halten musst, dann versuche, den Vortrag und die Angst vor dem Vortrag voneinander zu trennen. Was dir eigentlich Angst macht, ist vielleicht die Meinung der anderen über deinen Vortrag. Aber der Vortrag an sich ist gar nicht so angsteinflößend. Mache das Beste aus dem, was in deiner Macht steht und nimm den Rest so, wie er natürlich geschieht. Dieser Ratschlag kommt von Epiktet aus der Antike. Es bedeutet also, akzeptiere die Dinge, die du nicht ändern kannst und versuche die Dinge zu ändern, die sich auch ändern lassen. Achtsamkeit. Hier können wir direkt die Brücke schlagen, denn Stoizismus, Minimalismus und die Achtsamkeitsphilosophie aus dem Buddhismus haben vieles miteinander gemein. Achtsamkeit ist eine Form der Meditation und ihre Wirkung mittlerweile sogar durch Studien belegt. Man lebt im Moment, ist ganz in der Gegenwart und horcht in sich hinein. Ganz ohne Wertung. Einige Übungen, die du zum Beispiel regelmäßig praktizieren kannst, um dir mehr Ruhe in dein Leben zu holen, sind Atemübungen, in denen du dich auf deinen Atem konzentrierst, Geh- oder Essübungen, in denen du versuchst, möglichst bei deiner Tätigkeit zu bleiben. Um im Alltag mehr Ruhe zu finden, ist aus meiner Sicht wirklich das Gebot der Stunde, eine Sache zur Zeit zu machen. Also wenn du mit deinem Kind spielst, dass du dann nicht parallel noch am Handy bist. Wenn du isst, dass du nicht ständig irgendeine Serie dazu schaust. Wenn du mit jemandem sprichst, dann eben nicht ständig den Blick abzuwenden und irgendwas auf deinem Screen anzuschauen. Ja, und ich glaube einfach, wir sind nicht gemacht dafür, dauer erreichbar zu sein. Und falls du vielleicht öfter am Handy hängst, als du gerne möchtest, ist eine Strategie zum Beispiel, dass du dem Handy einen festen Platz in der Wohnung widmest und da kannst du eben auch immer rangehen, aber dann legst du es eben wieder dorthin und nimmst dein Handy nicht ständig mit dir mit. Bye-bye Perfektionismus. Big News, wir sind nicht perfekt und werden es auch nie sein.
Das Einzige, was wir tun können, ist unser Bestes zu geben. Von daher lohnt sich die mentale Mühe nicht, diesem Anspruch ständig gerecht werden zu wollen. Oft ist auch ein gut genug oder erledigt besser, als die Aufgaben perfekt erledigen zu wollen. Je eher wir zu dieser Erkenntnis gelangen, desto schneller können wir entspannter und offener den Alltagssituationen entgegentreten. Prioritäten setzen. Wir haben unzählige Möglichkeiten, deshalb ist derjenige, der klare Prioritäten setzt, in jeglicher Hinsicht, definitiv im Vorteil. Nur 1 bis 3 Dinge am Tag erledigen wollen statt 20, Zeit für sich selbst fest einplanen oder Nein zu Optionen sagen zu können, kann helfen, den eigenen Weg zu finden. Du kannst dir als Übung zum Beispiel einmal all deine Werte aufschreiben, die dir wichtig sind und für die du stehen möchtest. Kannst du dich nicht entscheiden? Dann kannst du einen Blick darauf werfen. Und du kannst auch kleine Ruheinseln in deinem Alltag priorisieren. Das muss ja nicht immer wahnsinnig lang sein, sondern das kann einfach ja, morgens das Aufstehen sein, wenn du vielleicht noch einen Kaffee morgens trinkst, eine 10-Minuten Meditation, deine Ins-Bett-Geh-Routine, wenn du mittags ein bisschen Pause machst und dein Mittagessen isst. Das alles kann man ja auch irgendwie zelebrieren. Und ich persönlich zelebriere mittlerweile auch richtig gerne meine Pflegeroutine. Ich finde, das hat auch was total Sinnliches, also die Gerüche zu riechen von den Produkten, die man dann für die Gesichtsreinigung benutzt oder auch die Konsistenz von den Produkten, wie sich das anfühlt auf der Haut. Ich finde, das hat auch wirklich was von Achtsamkeit und Selbstfürsorge. In diesem Zusammenhang möchte ich dir gerne Mikara vorstellen, die ich seit 3 Monaten für meine Gesichtspflege verwende. Mikara ist eine Kosmetiklinie, die ausschließlich clean und nachhaltige Naturkosmetik lokal in München herstellt. Die Verpackung ist zum größten Teil aus Glas oder Kork, alle Produkte sind vegan und kommen ohne Mineralöle oder Parabene, Sulfate und Silikone aus. Ich hatte vorher einfach eine ziemlich günstige Creme aus der Drogerie. Ich habe allerdings gemerkt, dass meine Haut damit nicht ganz so gut klargekommen ist und ich wollte auch ein bisschen mehr noch auf Plastik und sowas verzichten. Und deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Produkt, das sich für unreine Haut eignet, die aber auch gleichzeitig super sensibel ist. Man muss auch nicht immer 1 Million Produkte haben, um sein Gesicht zu pflegen, sondern ich habe zum Beispiel jetzt 4 Produkte und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Ich finde, Mikara riecht sehr natürlich, also zum Beispiel das Cleansing Gel. Das ist mit Aloe Vera und es riecht auch nach Aloe Vera, aber sehr mild und sehr angenehm, finde ich. Und wenn man das aufs Gesicht aufträgt, dann hat man danach irgendwie so ein mega frisches Gefühl. Es ist wirklich richtig schön. Da benutze ich danach meine Creme, das ist die Balancing Face Cream. Die ist eben besonders auch geeignet für ja, Leute, die so ein bisschen Unreinheiten haben. Die fühlt sich sehr leicht auf der Haut an, aber auch wahnsinnig pflegend und sie tut einfach meiner Haut gut. Ich habe zum Beispiel manchmal auch Probleme, dass meine Haut dann richtig doll spannt, wenn da nicht genug Feuchtigkeit drin ist und das habe ich bei der gar nicht. Und dann benutze ich noch ein Öl, da mache ich meistens nur so 2 bis maximal 4 Tropfen gebe ich auf die Hand und tue das nochmal abends nochmal ein bisschen auf die Haut drauf. Es ist tatsächlich auch ein Öl, was sich bei Unreinheiten eignet und ich merke das auch. Also wenn ich dann morgens aufwache, wirkt meine Haut auf jeden Fall sehr beruhigt und ja auch geklärt. Wenn du Mikara einmal ausprobieren möchtest, dann bekommst du mit meinem Code übrigens 15% Rabatt. Der Umgang mit Nachrichten. Wenn man es aus stoischer Sicht betrachtet, dann sind die Nachrichten relativ unnütz für uns, denn wir können die Handlung hier ja nicht beeinflussen. Natürlich können wir uns auf andere Art und Weise engagieren oder demonstrieren, aber das Große können wir nicht beeinflussen. Aus dieser Perspektive heraus lohnt es sich deshalb nicht, sich 3-mal am Tag die Nachrichten mit Schlagzeilen anzusehen. Die oft überzogenen, dramatischen Titel sorgen für Angst, die wir mit in unseren Alltag nehmen. Hier muss jeder eine Lösung für sich selbst finden, eine gewisse Balance zwischen sich informieren und nicht die Augen davor zu verschließen, was passiert, aber auch sich vor reißerischen Schlagzeilen zu schützen. Ruhe in einer lauten Welt zu finden, das ist nicht immer einfach. Vor allem wirst du sie höchstwahrscheinlich nicht ständig finden. Aber das wäre ja auch langweilig.